Servus Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, ich erwarte es so sehr, ich konnte mich jetzt nicht mehr zurückhalten. Eigentlich dauert es noch ewig, bis das Spiel hochgeladen wird, aber es ist mir egal, ich nehme es im Voraus auf und oh, ich bin so heiß drauf. Dazu muss ich ein paar Dinge erklären, tut mir leid, dass das jetzt wieder dauert, aber ganz im Ernst. Wir haben jetzt den 4. August. Es ist Freitag, es ist 22.16 Uhr. Dieses Video kommt frühestens im November, weil es soll das Nachfolgespiel nach Danganronpa V3 werden. Das hat einen besonderen Grund, weil das hier sind ja mehrere Spiele. Es sind Super Mario Origins 1, 2 und 3. Welche Taste war es jetzt nochmal? Genau die da. Und diese Spiele, diese Reihe, wurde ja gemacht von Final Level Gamer, jetzt bekannt als Final Reloaded oder Menzel Green. Und ich gehe natürlich von klasse Spielen aus und eine gewisse Erwartung habe ich auch an diese Spiele. Deswegen, weil ja die Danganronpa, also weil diese Reihe ja der Danganronpa-Reihe folgt, welche ich genial gefunden habe, und die Danganronpa-Reihe zuvor der Tales of Reihe gefolgt ist, welche ich ebenfalls genial finde, ja, denke ich mir so, ja, eine geile Reihe jagt die nächste und deswegen kommt jetzt diese Reihe, weil sie in dieser Reihe folgen soll, der geilen Spiele. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Hoffentlich. Jedenfalls fangen wir an mit Super Mario Origins 1. Ich kann natürlich auch Final jederzeit als Gast dabei haben, also so ist es ja nicht. Wie ihr seht, es ist blind, haha, das wird ein Spaß. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Jedenfalls will ich mir mit dem Spiel Zeit lassen. Ich will's. Oh, ich will's erleben. Okay, wir haben Schwammerl. Ja, Schwammerl. Okay, ich kann jede. Habe ich jetzt gespeichert? Kann ich hier rein? Nee, oder? Der Auftakt. Okay, gucken wir mal. Ja, Hanselhausen. Welche Taste ist es denn? Wenn ich jetzt Quit mache. Ah, okay. Okay, dann machen wir mal. Ich teste hier noch so ein bisschen rum. Okay, man kann, glaube ich, Custom-Musik verwenden, so wie man hier hört. Das ist aus Super Mario Super Mario World. Erstes Level oder zweites Level? Müsste das erste, ich glaube, das war das Level rechts. Also das erste Level, wo man rechts geht. Diese Melodie hier kenne ich nicht. Mario, Mother Brain hat Bowser, Wart und andere böse Typen unter ihre Kontrolle gebracht. Sie terrorisieren die Welt, du musst uns alle retten. Von diesem Spiel kenne ich so gut wie nichts. Ich habe nur ein paar Ausschnitte davon gesehen. Ich glaube bei Osoma, oder war das der dritte Teil? Ich weiß es nicht mehr. Bei Coldie / Backseat Gamer, wie er jetzt heißt, habe ich, glaube ich, auch was gesehen, aber fragt mich nicht was. Ich erinnere mich einfach an nichts, weil wenn man sich so einzelne Fetzen anguckt, kann man die nicht zuordnen. Deswegen ein bisschen was habe ich gesehen, aber ist trotzdem blind, weil ich kann es nicht zuordnen. Ich bin natürlich auch mit von der Partie. Warum redet Luigi so cool? Ich würde ja gerne, weil das hier ein SMBX Fangame, wie auch immer ist. Ich würde so gern sowas auch machen, so richtig, aber ich bin viel zu blöd dafür. Es tut mir so wahnsinnig leid. Weil man kann ja Level erstellen und alles mögliche und Custom-Musik reinklatschen. Ich würde solche Lieder reinklatschen von Halo, von Danganronpa, von Kingdom Hearts, von ein Lied von Alundra will ich auf jeden Fall. Von Tekken und es gäbe so viele tolle Lieder, die ich nehmen wollen würde und ich würde einfach die Lieder nehmen von Spielen, wo ich weiß, dass bestimmte Leute sie nicht spielen. Einfach, dass sie genialen Soundtrack hören und sich dann denken, von was für ein Soundtrack ist denn das? Also von welchem Spiel ist denn das Soundtrack? Und dann gucken sie so eine Textbox, die ich dann irgendwo hin platziert habe, so am Ende des Levels oder so. Und dann steht da zum Beispiel Tekken 6
Und hier, wie heißt das? Mystical Fontaine? Nee, ach, wie heißt denn das Level nochmal? Weiß ich gerade nicht. Jedenfalls hier dieses Level, wo man im Wald so im Wasser ein bisschen rumbettelt und es wäre so geil. Ich hätte Dutzende von Tracks, die ich nehmen wollen würde. Hi Mario, ich bin natürlich auch dabei. Kann ich dir einen Arschtritt geben? Ja, es gibt ja mehr als genug Leute, die dich hassen. Ich hasse dich eigentlich nicht, nur in den neueren Spielen bist du irgendwie doof. Sorry. Hallo, Peach. Es wird Zeit, dass ich mal aus meinem Schloss komme. Ich helfe dir. Musst du uns stören? Ach, das ist gar nichts, Zelda. Na gut, dann helfe ich dir mal. Ja, Peach und Zelda. Naja, Zelda ist auch blond. Und Peach und Zelda haben so ein bisschen Ähnlichkeit. Wobei, in Twilight Princess, da ist Zelda ja braunhaarig, wenn ich mich nicht irre. Ja, jedenfalls fangen wir an. Oh. Ich will, wie gesagt, ich will mir Zeit lassen. Ich will ja jeden einzelnen Pixel erkunden. Alles mit Liebe gesetzte mir ansehen. Okay, ein Lied, das ich nicht kenne. Yay. Geil. Wenn ich jetzt gestorben wäre, ich... Egal. Nein! Wow! Stellt euch auf viele Tote ein und final bitte kein Death Counter. Ich glaube, so weit kannst du nicht zählen. Wow, wie das fliegt! Was ist das? Gibt's auch einen Drehsprung? Ja, gibt's. Das ist scheiße. Ich hasse einen Drehsprung. Hä? Okay, ich kann die Dinger grapschen. Was zum Henker? Ich glaube, du bist böse. Hau ab. Na toll, jetzt ist das Ding hier gefangen. Ja, streite du dich mal mit dem Pilz. Oder mit dem Schwammerl, wie wir es ja in Österreich sagen. Das sind Schwammerl. Ich werde es als Schwammerl bezeichnen. Einfach, um ein bisschen herauszustechen zu den ganzen Spielen. Ah! Was? Schreie ich eigentlich so blöd? Es passiert doch gar nichts. Das hier ist übrigens ein Mittelpunkt, wer es Super Mario World nie gespielt hat. Sorry, aber Super Mario World, davon bin ich nicht so ein Freund. Es ist zwar gut, aber tatsächlich ist es auf dem Super Nintendo eins der schlechtesten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Ja, ich weiß, das ist erschreckend und so, aber es gibt einfach so viel bessere Spiele. Wobei, hier Rise of the Robots, das ist noch schlechter. Oh, Gemmemiese. Kann ich auch? Ja, kann ich. Nein! Ich wollte es fangen. Kann ich auch? Oh! Sowas geht auch. Kann man das im Original auch? Nee, oder? Ich kenne das Lied nicht. Wo ist denn das her? Klingt wie ein Mario-Lied irgendwie. Okay, gedrückt halten. Das ist schon mal gut, dass ich das rausgefunden habe. Die beiden Münzen rechts solltest du lieber nicht einsammeln. Aha. Lass mich raten. Nee, doch nicht, hä? Okay, dann lasse ich sie mal. Ah, deswegen. Ich bezweifle, dass mir Feinling irgendwelche Fallen stellen wird. Wobei, man kann die wissen. Ich weiß, dass er böse und gemein und fies sein kann und alles tut, um einen zu vernichten. Aber ich glaube nicht, dass es im ersten Level macht. Verbiss dich! Ja, zu spät. Ich wollte eigentlich von Münze zu... Hallo. Von Münze zu Münze springen. Wie fliegst du denn? Bist du betrunken? What the fuck? So, verpiss dich. So eine betrunkene Schütkrot. Ja, Schütkrot. What the fuck? Ich rotte euch mal aus, okay? Ihr habt eh nichts dagegen. Lalala. So, ungefähr da. Geht das auch? Hä? Toll! Was?
Mit Anlauf? Ich bin zu... Oh gut. Ich wollte gerade sagen, ich bin zu blöd, eine Lücke zu treffen. Aha. Was soll eigentlich das Schwammerl da oben? Wie kriege ich das? Kann man das irgendwie aktivieren? Nee, 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 nee. Ah, so. Erstmal alle Tasten drücken. Da merkt man, wie gut ich in Super Mario World bin. Nämlich gar nicht. Igitt! Ich hasse dich! Warum ich dich hasse, guck dich an, du hast einen roten Kopf. Ah! Ich stell mich ja an wie ein Loser. Wobei, so schlecht bin ich gar nicht, aber wie ein... Psychopath. Was zum... Warum ist der rot? Das fällt mir jetzt erst auf. Kann ich dich irgendwie killen? Verpiss dich. Was zum... Nein! Er wehrt sich. Hoch da. Ich glaube, das Spiel kann auch ziemlich lustig werden. Leg den Zeug... Leg den Zeug, genau. Leg den Zeug hin. Das war jetzt nicht ganz geplant. Nimm. Naja, so in etwa. Wow, Münzen! Wow, what the fuck? Ah! Nein, da oben habe ich es gesehen. Und jetzt? Moment. Ja, so war das eigentlich nicht geplant, aber egal. Okay, geht gerade noch so. Bin ich nahe dran? Aha, haha! Ja, kriege ich eh nicht alle. Dann das da auch noch hoch. Ja, okay, was soll's. Nein! Wow! Ich stelle mich hier an. Habe ich jetzt gesaved? Ich riskiere es. Gut, habe ich. Perfekt. Und ich bleibe auch noch groß, das ist fair. Nein. Ich lese schon, was da steht. Falls ich Feinde befluchen sollte, das ist nicht ernst gemeint. Du weißt es. Toll. Ja, geh da rein. Oh. Ah, es ist Luigi. Ich dachte schon, das wäre Link. Moment mal, warum habe ich einen Pilz verloren? Das Lied ist aus einem Mario-Spiel. Ja, komm, wie heißt das denn jetzt nochmal? Hier, das für Wii U. New Super Mario Brothers? Glaube ich. Warum bin ich klein? Wow, Luigi ist der geldgeile Sack. Ich habe schon immer gewusst, Luigi ist der geldgeilere in der Familie. Nicht der Dox. Hier, grüne Giftgrotte. Super Mario 64. Spring doch! Bedroh mich nicht! Oh! Ich schrei herum. Ich habe schon Barbie gelesen. Ja, aktuell laufen Barbie und dieses Oppenheimer oder wie es heißt im Kino. Und irgendwie hat Barbie einen Mega-Ansturm ausgelöst und ist einer der besten Filme dieses Jahres. Und naja. Das Einzige, was ich über diesen Barbie-Film kenne, ist, dass John Cena da mitspielt. Also der Wrestler. Der spielt da eine Meerjungfrau. Ich interessiere mich eigentlich nicht für Barbie, aber
Vielleicht gucke ich es mir doch irgendwann an. Einige farbige Goombas führen Veränderungen herbei. Wie heißen die Dinge überhaupt? Also... Ah! Verreck doch! Also die Dinger da, die Linken da, diese Nom 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 Nom! Wir haben sie früher mal als Schnapper bezeichnet. Wahrscheinlich ist das eine falsche... ein falscher Name. Aber so waren wir nun mal als Kinder. Oh, oh, oh! Und wie heißen die Dinger? Ich habe keine Ahnung, wie hier... Wow, warum springt der so hoch? In Super Mario Bros. 3 springt der nicht so hoch. Hau ab! Ich hasse dich! Komm wieder. So. Nein, da kommt der erste Fucker. Und ich habe natürlich meine ganze Munition verballert. Yay! Schade, dass die Musik schon wieder vorbei ist. Ich frage mich, ob man hier Extended Versions einbauen kann. Creator. Weil die Lieder... Scheiß doch die Scheiße, das, was mir gerade im Kopf ging. Ja, was ich fragen wollte, kann man hier Extended Versions der Lieder einfügen? Wehe, das wagst du nicht. Nein. Ja, ich werde oft sterben. Weil, dann würde ich einfach so ein Halo-Lied, wobei bei Halo geht's auch, weil einige... Achso, ich dachte, du wärst eine Fledermaus. Einige Halo-Lieder gibt's ja auch, die passend wären, die man extended machen kann. Und hier so bei Lieder wie Danganronpa ist es natürlich passender. Hier so Becoming Friends und hier ist... Wehe! Das Lied vom Class Trial! Ihr Fucker da oben. Habt ihr mal euer Liebesnest da? Macht von mir aus was anderes, aber hört auf, eure Scheiße nach mir zu schmeißen. Wehe! Ich hasse euch. Ich kann euch nicht mit einem 50-seitigen Dokument beschreiben, wie ich euch hasse. Warum müsst ihr auch Handwerker in eurer Familie haben? Könnt ihr mir das mal erklären? Warum könnt ihr nicht irgendwelche anderen Berufe erlernen? Berufe, die zum Beispiel keine Hammer erfordern. Sowas wie, weiß ich nicht, Lehrer oder so. Wobei, dann wirft ihr mit Stöcken nach euch. Ihr mich nicht. Ah, fuck. Ich hatte fast Skill. Fast Skill. Ich sollte vielleicht aufhören, mit meinem Controller mein Bein zu sabotieren. Also sprich mir auf dem Oberschenkel zu hauen. Ja toll! Wenn das jetzt schon so anfängt, ich glaube, ich muss mir eine Mordwaffe oder so zulegen, um auf irgendjemanden Attentat zu verüben. So, sag mir das ein. Ich habe ja bestimmte Methoden, wie ich jemanden ermorden könnte. Hustust, danke auch ein paar Hustust. Hat mir genug Beispiele... Ha! Genannt, wie ich jemanden ermorden kann? Auf eine möglichst brutale Art? Ihr Loser! What the fuck? Hör auf, mal rumzuspazieren. Ich hab dir niemals erlaubt, bei mir ein- und ausgehen zu dürfen. Ah. Nein. Der hat ja so ein beschissenes Sprungsystem. Ich find's eigentlich schade, dass dieser Schuh nie mal wieder eingeführt wurde. Nur ein... Super Mario Brothers 3! Warte! Schnell, kill ihn! Oh, solange er noch da ist. Ich schrei hier rum um die Uhrzeit, das sollte ich bleiben lassen. Oh nein, irgendwas sagt mir, ich muss zurück, oder? Ja, war ja so klar. Es war so klar. Nur weil ein gewisser jemand zu viel Zeit investiert hat, um hier irgendwas zu kreieren.
Weil er meint, es ist bestimmt lustig, den Spieler von A nach B zu schicken. So. Nein! Das ist eine beschissene Position, Junge. Hör auf, mit deiner Scheiße zu schmeißen, bitte. Du bist so ein Unsympathler. Mach was. Nicht das. Hör auf. Mach was. Nicht das. Hör auf. Ja, super. Meine Sätze ergeben keinen Sinn. Der weiß gar selbst nicht, was er macht. Wehe. Oh, kletter doch da hoch, du. Der schmeißt Hammer, Brüder. Ich hau ihn ab. Was für kranke Ideen. Warum kann er nicht mit Geld schmeißen? Aber nö, sowas gibt's in der heutigen Zeit nicht. Wisst ihr was? Ich werde... Zählt das? Ich traue mich nicht. Ja, es zählt. Gut. Ich werde hier den Part beenden, weil da ja Super Mario Origins jeden Tag kommen wird, werde ich die Parts da auch nicht allzu lang machen. Also, ihr sollt ja auch noch Zeit finden, euch das anzugucken, nicht wahr? Gut, dann würde ich sagen, das war Super Mario Origins 1. Die Reihe wird wahrscheinlich lustig werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.